Öffentliche Theologie ist der Versuch, die christliche Tradition, die jahrhundertealte christliche Tradition, für die Fragen fruchtbar zu machen, die in der Öffentlichkeit gegenwärtig diskutiert werden. Also politische Fragen wie Gerechtigkeit, wie Ökologie, Bewahrung der Natur oder Überwindung der Gewalt, die politisch diskutiert werden, in deren tiefen Strukturen aber eben auch moralische, ethische Fragen stecken. Public theology is when, öffentliche Theologie übersetzt Theologie in den öffentlichen Raum hinein. Das geschieht auf unterschiedliche Weise, zum Beispiel durch die offiziellen Stellungnahmen von Religionsgemeinschaften. Aber vielleicht noch wichtiger, es geschieht, wenn gläubige Menschen in der Öffentlichkeit aktiv werden, um sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen oder für das Wohl anderer, für den nachbarschaftlichen Zusammenhalt, wenn sie einander in der Gemeinde helfen oder so. Öffentliche Theologie denkt darüber nach, welche Beiträge zum Gemeinwohl eine Religion oder vor allem das Christentum leisten kann. Und das Charakteristische daran ist, dass sie das tut in einer pluralistischen Gesellschaft, das heißt auch akzeptiert, dass sie nur eine Stimme ist unter vielen anderen möglichen Stimmen. I'm from South Africa and in our case. Ich komme aus Südafrika und bezogen auf unseren Kontext hat Erzbischof Tutu einmal gesagt, dass ihm im Lauf seines Lebens immer mehr bewusst wurde, wie wichtig Glaube und Theologie für das öffentliche Leben sind. Von dieser Überzeugung ist öffentliche Theologie getragen, dass Theologie relevant ist für das öffentliche Leben. Aber sie ist auch umstritten und manchmal problematisch. Von daher besteht die theologische Hauptarbeit darin, dass wir uns mit anderen verständigen und von anderen lernen, um zwischen den guten und problematischen Möglichkeiten zu unterscheiden. Voneinander lernen, sich darüber verständigen, was öffentliche Theologie konkret heißen kann. Das war das Ziel des Nürnberger Forums, eines internationalen Kongresses, der im Herbst 2016 an der Universität Erlangen-Nürnberg stattfand. Über 120 Teilnehmer unterschiedlicher Religionen trafen sich, um Vorträge zu hören und zu diskutieren. Wie können Einsichten, die aus einer bestimmten Religion kommen, zum Wohl aller beitragen? Und das in einer Gesellschaft, in der Menschen mit ganz unterschiedlichen religiösen und nicht-religiösen Anschauungen zusammenleben? Diese Frage beschäftigt nicht nur christliche Theologen. Das wurde bei der Tagung sehr schnell deutlich. Bei einer Podiumsdiskussion tauschten sich neben christlichen auch jüdische, muslimische und buddhistische Wissenschaftler dazu aus. In ihren Beiträgen wurde deutlich, dass es in sämtlichen großen Weltreligionen das religiös motivierte Bestreben gibt, sich für das Wohl aller Menschen einzusetzen. Und dass deshalb die Verständigung und Zusammenarbeit zwischen den Religionen und Weltanschauungen besonders wichtig ist. Das ist der Grund, warum ich die mühsame Reise hierher auf mich genommen habe. In einer Zeit, die im jüdischen Kalender mit sehr vielen Festtagen belegt ist. Weil ich denke, dass es so wichtig ist, das deutlich zu machen. Von unseren verschiedenen religiösen Perspektiven haben wir alle ein Interesse am öffentlichen Diskurs. Und das verstehe ich unter öffentlicher Theologie. Ich verstehe sie nicht als einen spezifisch christlichen Begriff, sondern so, dass jede Religion, Bahai, Islam, Hinduismus, Buddhismus, Judentum, unterschiedliche Ausprägungen des Christentums und auch säkulare Überzeugungen eine Rolle im öffentlichen Diskurs spielen, wo wir uns darüber klar werden müssen, wie wir zusammenleben wollen. Und wenn wir religiöse Menschen von diesem Diskurs ausschließen wollten, wüsste ich nicht, wie wir uns über unser Zusammenleben verständigen sollten. Im US-amerikanischen Kontext zum Beispiel ist die Auseinandersetzung zwischen evangelikalen Christen und eingefleischten Liberalen so festgefahren, dass sie einander nicht einmal zuhören können. Und das, obwohl sie viel mehr gemeinsam haben, als was sie unterscheidet. Aber sie haben keine Gelegenheit, miteinander zu sprechen und solche Gemeinsamkeiten zu entdecken. Das ist die Aufgabe des öffentlichen Diskurses in einer freiheitlichen Gesellschaft. Und Theologie hat eine wichtige Rolle in diesem Diskurs zu spielen. That's the task of public debate in a liberal society, and theology has an important role to play in that discussion. Aus Sicht des islamischen Theologen Abdullah Sahin gehören religiöse Toleranz und die Bereitschaft, voneinander zu lernen, auch zum Kern des islamischen Glaubens. The Quran acknowledges that. Es ist grundlegend, dass der Koran Vielfalt anerkennt. Wie also bestimmt der Koran das Menschsein angesichts der vielen möglichen unterschiedlichen Ausdrucksformen des Menschseins? Nun, die Antwort des Koran ist sehr einfach. In dem berühmten Vers des Koran dazu heißt es: Wir haben euch Menschen als Mann und Frau erschaffen, als Menschen mit verschiedenen Sprachen und aus verschiedenen Stämmen. Ja, man könnte mit manchen Kommentatoren ergänzen, mit verschiedenen Religionen. Damit, sagt der Koran, ihr die Möglichkeit habt,
voneinander zu lernen. Anders als in den sogenannten abrahamitischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, spielt im Buddhismus der Glaube an Gott nicht die entscheidende Rolle. Aber Achtsamkeit und eine metaphysische Dimension sind in dieser großen Weltreligion verwurzelt. Buddhism can be taken as a religion. Der Buddhismus kann als eine Religion angesehen werden, aber auch als eine Form von Spiritualität und auch als eine Art Bildung, die ein bestimmtes Bewusstsein kultivieren will, das zum Frieden beiträgt und so weiter. Ich denke also, wenn wir die Bedeutung von Theologie ausweiten können, sodass Theologie nicht einfach mit einer monotheistischen Weltanschauung gleichgesetzt wird, dann gibt es sicher Spielräume für den Buddhismus, sich und seine Sichtweisen einzubringen und einen Beitrag zu leisten. And make a contribution. In meinem kanadischen Kontext ist es zum Beispiel so, dass das buddhistische Konzept der Achtsamkeit vielfach übernommen wird. Das Achtsamkeitskonzept wird in pädagogischen Bereichen angewendet, in Schulen und Hochschulen, aber auch im Gesundheitswesen und in vielen anderen Bereichen, übrigens auch im Militär. Es wird deshalb aufgenommen, weil die Achtsamkeitsmethode die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein trainiert und den menschlichen Geist effizienter macht. Sie kann Angst und Stress reduzieren und in dieser Weise wird sie auch eingesetzt. Aber wie sieht ein nicht-religiöser Mensch die Diskussion um öffentliche Theologie? Der bekannte Ägyptologe und Kulturwissenschaftler Professor Jan Assmann bezeichnet sich selbst als einen säkularen Wissenschaftler und hielt bei der Konferenz einen Vortrag über die Licht- und Schattenseiten der biblischen Religion. Kann er dem Begriff öffentliche Theologie etwas abgewinnen? Ja, durchaus. Also ich habe diesen Begriff heute zum ersten Mal kennengelernt. Ich wusste auch nicht, dass er aus dem Christentum kommt, finde ihn aber sehr gut, weil ich mir vorstelle, dass der Zusatz öffentlich zu dem Begriff Theologie eine transreligiöse, gewissermaßen universalistische oder kosmopolitische Perspektive eröffnet. Also eine Theologie, die nicht im eigenen Saft kocht, ne, sondern sich gegenüber anderen Religionen öffnet und darin auch eine Chance sieht, sich selbst besser zu verstehen, indem man lernt, sich mit den Augen der anderen zu sehen. Die Konferenz, das 12. Nürnberger Forum, legte einen besonderen Schwerpunkt auf die Bezüge zwischen öffentlicher Theologie und Bildung. Mehrere Vorträge beschäftigten sich mit der Bildung an öffentlichen Schulen und dem Religionsunterricht. Dass diese Bezüge wichtig und sehr eng sind, darüber war man sich einig. Öffentliche Theologie und Bildung sind untrennbar miteinander verbunden. Denn öffentliche Theologie versucht ja gerade, die Traditionen, in diesem Fall des christlichen Glaubens, wenn es eine christliche öffentliche Theologie ist, so zu reflektieren, dass man wirklich auch verantwortungsvoll damit umgehen kann und auch verantwortungsvoll sie an andere Menschen weitergeben kann. Insofern würde ich sagen, ist öffentliche Theologie die Grundlage für viele Bildungsanstrengungen in der Schule, aber auch in der Öffentlichkeit, an welchen Orten auch immer, die eben dafür sorgt, dass das, was Inhalt der Bildung ist, auch wirklich Substanz hat und auch wirklich gut überlegt ist. Religion in public school. I come from Sweden. We have a non-confessional. Ich komme aus Schweden. Wir haben einen überkonfessionellen Religionsunterricht, wo alle Schüler mit verschiedenen Hintergründen in einer Klasse gemeinsam unterrichtet werden. Ich denke, es ist wichtig, dass die Schüler Wissen vermittelt bekommen, das auf wissenschaftlicher Grundlage beruht. Denn sie brauchen ein Gegengewicht zu dem, was die Medien ihnen über Religion präsentieren. Wie wir wissen, wird Religion in den Medien häufig sehr negativ und verzerrt dargestellt. Das gilt besonders für den Islam. Es gibt Studien, die zeigen, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung den Begriff Islam mit negativen Bewertungen in Verbindung bringt. Und da, denke ich, ist es ganz wichtig, dass der Religionsunterricht den Schülern objektives, fundiertes Wissen anbietet. Und er ist auch wichtig als ein Ort, wo man über religiöse Fragen diskutieren kann, egal wo man herkommt. Von daher finde ich, ist er ein sehr wichtiges Schulfach heutzutage. And it's also a possibility for a space where you can discuss religion, no matter where you come from. So I find it a very important
school subject today. I've been talking in my paper this. Ich habe in meinem Vortrag über die Notwendigkeit von religiöser Grundbildung gesprochen. Den Menschen ist schon klar, dass Glaube in unserer Welt eine Bedeutung hat, aber sie wissen häufig sehr wenig über Religionen, geschweige denn, dass sie eigene Erfahrungen mit ihnen hätten. Deshalb denke ich, dass religiöse Grundbildung eine Notwendigkeit ersten Ranges ist, nicht nur um über eine Religion zu lernen, sondern auch um mit Menschen aus verschiedenen Religionen ins Gespräch zu kommen und auch mit solchen ohne Religion. Öffentliche Theologie hat immer etwas mit Bildung zu tun, weil sie ja Bewusstsein verändern will, weil sie ja ihre Perspektiven so einbringen will, dass sie Wege zur Veränderung auch unserer Gesellschaft zeigt. Denn die Grundaussage von öffentlicher Theologie ist eben, unsere christliche Perspektive hat etwas zu sagen für alle Menschen, unabhängig von ihrer Religion oder von ihrer Nichtreligion. Und da haben sie zum Beispiel im öffentlichen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen in Deutschland eigentlich schon immer diesen Ansatz, dass alle Schülerinnen und Schüler von diesem Religionsunterricht profitieren sollen. Und zwar nicht in der Gestalt, dass wir die zum Christentum bekehren wollen, sondern dass gerade auch muslimische Schüler oder eben nicht religiöse Schüler im Religionsunterricht etwas mitnehmen sollen für ihr Leben, das ihnen selber weiterhilft, das ihnen vielleicht auch weiterhilft, ihren eigenen Glauben, der anders ist als der christliche Glaube, intensiver, besser, humaner leben zu können. Am Ende der Konferenz waren sich die Teilnehmer einig, dass neben den Problemen, die vor allem extreme Ausprägungen von Religion in der Welt verursachen, der positive Einfluss des Glaubens stärker beachtet werden sollte. Öffentliche Theologie will solche Beiträge fördern und zur kritischen, auch selbstkritischen Auseinandersetzung mit Religion befähigen. Dies, so ein weiteres Fazit der Konferenz, ist im Bereich der Medien und der öffentlichen Bildung besonders wichtig. Insofern ist es konsequent, dass Professor Manfred Pirner, der Organisator der Konferenz, eine Forschungsstelle für öffentliche Religionspädagogik an der Universität Erlangen-Nürnberg gegründet hat. Sie soll Bezüge zwischen öffentlicher Theologie und Bildung untersuchen und die Forschungsergebnisse einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.